Wenn in Ihrem Gefrier und in Ihrem Kühlschrank nicht nur Speiseeis wohnt, dann sollten Sie jetzt gut aufpassen. Achten Sie darauf, dass Sie beim Enteisen den gesamten Gefrierschrank ausräumen und die Rückwand etwas antauen lassen. Dabei kann Ihnen ein Föhn helfen. Nach einigen Minuten können Sie das Eis ganz einfach entfernen.